Hallo und willkommen zurück zu Brakensang. Am Fluss der Zeit. Genau, so heißt die Folge. Wir sind in der zweiten Folge und werden jetzt mal unserer kleinen Aufgabe Edith mit den drei anderen Passagieren nachkommen. Hier blinkt auch fleißig unser Auftrag. Das Nachtlager. Genau. Deshalb huschen wir mal zu denen rüber und werden mit ihnen reden. Hey, belauschst du uns etwa? Ist euer Reiseziel auch Nadoret, oder? Das braucht dich nicht zu interessieren, Angrosho. Aber um dir zu zeigen, dass wir nichts zu verbergen haben, können wir es ja ruhig verraten. Wir sind nichts als einfache Handelsreisende und haben Wichtiges zu besprechen. Genau, wir haben Privates zu besprechen. Also los, zieh ab! Oh, wie elegant und unauffällig du das gesagt hast, Gamlund. Ich bin beeindruckt. Was soll denn das heißen? Machst du dich über mich lustig, Guano? Fuchsenberg. Ich meine Fuchsenberg. Es ist wohl besser, ihr geht jetzt. Aber ich bin sicher, irgendeiner der einfachen Seeleute freut sich über ein Gespräch mit euch. Okay, das ist mal sehr auffällig. Wir plaudern nochmal mit ihm, wir haben schließlich die Aufgabe. Was schleichst du denn hier immer noch um? Der Captain schickt mich. Oh, vielen Dank für diese wahrhaft beruhigende Information. Ich meine, ein Schläfchen haben wir uns wohl verdient. Jawohl, da muss ich dem Kerl mal zustimmen. Ich werde schlafen wie ein Stein nach dieser verfluchten Schaukelei an Deck. Hier wird noch nicht geschlafen. Oder ist etwa einer von euch Faulenzern heute schon auf eine brauchbare Idee gekommen? Ha, ihr habt's gehört. Sagt dem Kapitän, dass es hier noch dauert und, kümmert euch einfach nicht um uns. Geht schön schlafen. Ja, warum seid ihr denn eigentlich so abweisend? Ich wollte euch doch nur kennenlernen. Du möchtest uns kennenlernen? Wenn du uns weiter belauschst, kannst du meine Axt kennenlernen. Ihr solltet euch das zu Herzen nehmen. Die Axt meines Begleiters ist nämlich deutlich schärfer als sein Verstand und seine Laune schlechter als sein Atem. Kuano, auch du kannst meine Axt gern kennenlernen. Das Vergnügen hatte ich fast schon mal. Ich verzichte dankend. Außerdem heiße ich doch gar nicht Kuano, sondern Dabro. Dabro Fuchsenberg. Schon vergessen? Schluss jetzt, ihr beiden. Lasst uns endlich diese Beratung beenden. Verzeiht, mein Herr, aber wir würden gerne unter uns sein. Unter euch. Na gut. Bitte? Ich werde euch dann auch einfach mal in Ruhe lassen und hier zu unserem Captain gehen und sagen, dass wir die Aufgabe erledigt haben. Habt ihr mit den Herren gesprochen? Ah, die drei haben noch etwas zu bereden, bevor sie sich hinlegen. Nun, das ist ihre Sache, nicht wahr? Euch gebührt jedenfalls mein Dank für die Hilfe bei der Herrichtung des Nachtlagers. Pete hat euch eine Schlafmatte zurechtgelegt. Es ist die mit der gelben Decke dort am Feuer. Ich wünsche euch eine geruhsame Nacht. Ja, das war doch mal ein aufregender Tag oder Abend. Plaudern wir noch ein bisschen mit der Matrosin. Na, willst du noch ein wenig plaudern vorm Schlafen gehen? Ja, hatte ich vor. Erzähl mir doch mal was über den großen Fluss. Er fließt fast durch halb Aventurien. Ab Greifenfurt kann man auf ihm fahren. Runter bis hier in den Kosch und dann zur Westküste, wo er bei Havena in das Meer der Sieben Winde mündet. Manchmal habe ich Angst vor dem Fluss, denn er kann sehr wild und gefährlich sein. Aber dann wieder, in der Abendsonne, da glitzert der Fluss wie pures Gold. Dann fühle ich Frieden in mir. Willst du noch mehr wissen? Ja. Hast du schon Pläne für Nadoret? Wir werden nur kurzen Landgang haben. Aber man sagt, da kann man Amazonen gegen Barbaren kämpfen sehen. Das wäre wirklich mal was. Wie meinst du?
Na, ich weiß nicht. Diese Raufereien. Willst du noch mehr wissen? Bist du zufrieden mit deinem Leben als Matrosin? Das hat mich noch nie jemand gefragt. Aber ich schätze schon. Habe schon mehr von Aventurien gesehen als die meisten. Und heute hatte ich sogar ein kleines Abenteuer an Land. Ja, stimmt. Ich war dabei. Aber manchmal frage ich mich, ob ich wirklich frei bin. Weißt du, frei ist doch nur jemand, der entscheiden kann, wo er hingeht. So wie du. So wie ich? Willst du noch mehr wissen? Nein, ich glaube, das war's. Dankeschön, Jana. Oh, da ist unsere Schlafmatte. Ich glaube, dann legen wir jetzt auch einmal erstmal hin. Es war ein langer Tag. Wacht auf! Wir werden angegriffen! Oh oh. Oh nein. Der alte Piet hat recht. Der alte Piet hat tatsächlich recht. Wie konnte das passieren? Die Omen hatten es vorhergesagt. Also irgendwie bin ich nicht sehr effektiv im Moment. Probieren wir nochmal einen Zauberspruch. Oh, weg hier. Sind so viele und zu stark. Und oh. Passt auf, hinter euch! Nach diesem nächtlichen Zwischenfall erreichten wir früh am nächsten Tag das Städtchen Nadoret. Natürlich wollten wir unseren tapferen Mitstreiter nicht bewusstlos an Bord der Stern von Ferduk zurücklassen und haben uns erstmal gekümmert. Ich hätte mir doch nie träumen lassen, dass uns diese arme Haut mal dieselbe retten würde. Na, hoffentlich schaffen wir das auch so, wie er es erzählt. Ja, Ladezeiten sind leider immer noch vorhanden. Aber es geht jetzt weiter. Glaube ich. Jawohl, weiter geht's. Bei Angostbar, schau dir die Beule an. Diese Feiglinge! Wer so einen Schlag überlebt, muss in Fexensgunst. Vielleicht ist so jemand aber auch einfach nur ein zäher Brocken. Du immer mit deinem Fex. Einen Tag. Ich will einfach nur einen Tag, an dem ihr euch mal nicht in den Haaren habt. Ist das so viel verlangt? Ach ja? Und wie war das, als du und Vorgrim? Oh, ich glaube, da kommt jemand zu sich. Schön, euch wohl aufzusehen. Anscheinend seid ihr wirklich zäh. Diese beiden Streithähne hier sind Guano und Vorgrim. Barosche! Ich dachte, sie heißen anders. Ist mir eine Ehre. Und ich bin... Also, nennt mich einfach Arm. Hardo also. Mein Name ist Venter Crassus. Verzeiht, aber ich bin etwas verwirrt. Wo sind wir hier? Was ist mit unserem Schiff passiert? Wo sind diese Kerle, die uns überfallen haben? Ach so, ja. Ihr wart ja bewusstlos. Dann fragt in aller Ruhe und ihr bekommt Antwort. Wo bin ich hier? Und warum lag ich hier an der Anlegestelle? Ihr seid in Nadoret. Kapitän Albers hatte es eilig weiterzukommen. Er sagte, dass ihr ebenfalls nach Nadoret wolltet. Also haben wir uns bereit erklärt, euch so lange in unsere Obhut zu nehmen.
Das ist nett, danke. Natürlich hätten wir euch im Gasthaus untergebracht. Doch seid ihr uns zuvor gekommen und seid schon hier am Steg aufgewacht. Ihr habt euch wirklich rasch erholt. Das erklärt das Ganze. Ich habe mich wirklich einigermaßen erholt. Hab Dank. Gut. Wenn ihr noch etwas wissen wollt, fragt. Wie ging der Kampf weiter, nachdem ich außer Gefecht war? Also, das war so. Als ich gemerkt habe, was die feigen Kerle mit euch gemacht haben, bin ich in einen Trupp dieser Feiglinge hineingesprungen und habe gleich einem Dutzend von ihnen eine gute Abreibung verpasst. Ein ganzes Dutzend? Ich stehe wirklich tief in eurer Schuld, Vorgrim. Nur dank euch bin ich also noch am Leben. Wunderbar, das war aber nicht der Rede. Das ist es wahrlich nicht. Was Vorgrim vergaß zu erwähnen ist, dass dieses Dutzend Leute, wenn sie nicht schon von seiner Fahne in Ohnmacht fielen, so demoralisiert von meiner Fechtkunst waren, dass sie kurzerhand aufgaben. Aha. Ha! Fechtkunst! Dass ich nicht lache! Denen ist vor lauter Mitleid mit deinem albernen Rumgefuchtel die Lust am Kämpfen vergangen. An deiner Stelle würde ich... Es reicht, ihr beiden! Hättet ihr außer euren Eitelkeiten noch was anderes im Kopf, wären uns diese Feiglinge nicht durch die Lappen gegangen. Nun stehen wir wieder ganz am Anfang. Ado, ihr habt ein wirklich schweres Los mit den beiden, was? Entschuldigt, aber was meintet ihr damit ganz am Anfang? Wolltet ihr etwa überfallen werden? Habt ihr das gehört? Ich bitte euch, wer lässt sich schon gerne überfallen? Nein, nein. Selbstredend geht es um die Waren, die uns durch den Überfall abhanden gekommen sind. Ohne sie stehen wir wieder am Anfang. Wie auch immer. Jedenfalls bin ich dankbar für meine Rettung. Euch allen. Gut. Wenn ihr noch etwas wissen wollt, fragt. Und warum wart ihr vorher am Reiselager so abweisend? Ach, damit dürft ihr es nicht so genau halten. Wir wollten eben ungestört sein. Zudem wussten wir ja nicht, welche Gestalten sich an so einem Nachtlager herumtreiben. Verzeiht also unsere ruppige Art. Ach, vergessen wir das Ganze. Immerhin habt ihr mir das Leben gerettet. Gut. Wenn ihr noch etwas wissen wollt, fragt. Was ist mit Jana, der Matrosin? Hat sie den Überfall heil überstanden? Sie hat ein paar Schrammen davon getragen, aber nichts Ernstes. Der Kapitän meint, in ein paar Tagen ist sie wieder auf den Beinen. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Ich bin froh, dass sie wohl auf ist. Gut. Wenn ihr noch etwas wissen wollt, fragt. Wie ich es recht bedenke, habe ich gar keine Zeit mehr zum Plaudern. Auf bald. Ihr habt recht. Genug des Palavers. Es ist gut, euch wieder auf den Beinen zu sehen. Auch wir müssen jetzt weiter. Wartet noch. Gibt es etwas, das ich während meiner Lehre hier für euch tun kann? Immerhin verdanke ich euch mein Leben. Das könntet ihr wahrlich. Haltet Augen und Ohren offen. Vielleicht schnappt ihr das eine oder andere über die Flusspiraten auf. Kommt zu mir in den springenden Hirschen, sobald ihr etwas habt. Bevor ich's vergesse, Vorgrim, Kuano. Ihr beiden wisst bereits, was ihr zu tun habt. Also los, wir haben keine Zeit zu verlieren. Nadoret, ein kleines Flussdorf. Und im Moment unser neues Heim, möchte ich mal sagen. Schließlich werden wir hier einige Zeit verbringen, um unsere Ausbildung zu beenden. Oh, schäbige Kiste. Das finde ich immer so ansprechend. Mag da wohl drin wir gewesen sein. Der Urmutter über euch, Bruder. Ich danke euch, Bruder. Ich hätte nicht gedacht, dass meine Wege auf der geheiligten Erdin mich zu einem anderen Seelenhirten führen würde. Ich bin Venter Crassus. Ich bin mehr als ein Seelenhirte, Bruder. Ich bin der Gesandte des Flussvaters. Mut über manche Dinge scheint sich einmal mehr zu regen. Viele sehen ihn nicht, nehmen ihn nicht wahr. Mit ihm ist das anders. Seid über den Gleichmut dieser Blindfische nicht getäuscht.
Er sieht alle Dinge, die sich in seinem Reich ereignen. Lasst also Vorsicht walten bei euren Taten und Plänen. Ich bin zwar nicht ganz sicher, was ihr mir damit sagen wollt, habt aber trotzdem Dank für euren Rat. Bei allen donnernden Balken. Emmeran, jetzt quatsch nicht auch noch Reisende mit deinem Gesülze voll. Tag ein, Tag aus, lasst ihr Lasten von seinem Rücken tragen. So sollt ihr ihn auch huldigen und ehren. Seine... Jetzt reicht's mir aber. Verschwinde endlich von hier und lass die Leute in Frieden. Einen Moment, lass Bruder Emmeran sprechen. Oh. Und ihr, mischt euch gefälligst nicht in meine Angelegenheiten ein. Der Bursche hat hier nichts verloren. Es gibt hier mehr zu verlieren, als den sterblichen geweiht. Habt also Acht vor den dunklen Tentakeln. Tod und Verderben werden euch sonst widerfahren. Gleichwohl seid ihr aber auch Wahrer von Hoffnung und Macht. Ein Angelpunkt im Gefüge der Leben. Findet mich auf der Insel des Vergessens, die nun auf eurer Karte verzeichnet ist. Dort wird es sein, wo sich einst eine Fügung erfüllen wird. Dort werde ich euch auch in den Künsten unserer Zunft unterweisen, sobald ihr bereit seid. Ich erwarte den Moment, indes sich unsere Wege abermals kreuzen mit Freuden. Möge euch der Flussvater bis dahin beschützen, Bruder. Genug, du stinkendes Stück Treibgut. Sieh zu, dass du Land gewinnst und nimm dein Floß gleich mit. Hast meine Anleger für heute lange genug blockiert. Auch wenn ihr Meister dieses Hafens sein möget, so seid ihr noch lange nicht Herr über den Fluss. Dennoch werde ich eurem Wunsch entsprechen. Jedenfalls für die nächste Zeit. Auf Wiedersehen, Orban. Tja, der Hafenmeister ist schon recht unsympathisch. Auch wenn ich manchmal seine Neigungen, Verteidigung seiner Macht quasi verstehe. Aber es war schließlich ein Bruder von uns, den er hier angegriffen hat. Und das kann ich nicht gutheißen. Wir müssen uns mal was einfallen lassen, um Orbert entsprechend in die Schranken zu weisen. Aber im Moment müsste ich erstmal meine Ausbildung beenden. Hier hat schon wieder jemand Schrotter vergessen. Das werden wir am besten mal wegräumen. So. Damit sich keiner mehr dran stört. Ja. Sehen wir uns hier erstmal etwas um. Schließlich sind wir ganz neu in diesem Ort. Und vielleicht kann der Hafenmeister Orbert uns noch hilfreich sein, auch wenn er. Wo wollt ihr denn hin, wenn ich fragen darf? Ich bin in Nadoret, um meine Ausbildung zu beenden. Mein Name ist Venta Cassus. Dann könnt ihr ja aus meinem Hafen verschwinden. Seid ohne Sorge, mein Ziel liegt nicht innerhalb der Stadtmauern. Ich will zu Meister Laurelin. Was? Ihr? Wollt wirklich zu Laurelin? Ihr habt doch genauso einen Sprung in der Schüssel wie der alte Emmeran. Ihr habt recht, guter Mann. Wie Bruder Emmeran huldige ich auch der Erdmutter. Mein Mentor hat mich zu Meister Laurelin geschickt, um das elfische Verständnis des Seins kennenzulernen. was? Ihr wisst, dass er ein Elf ist. Ich also? Das wird ja immer verrückter. Was sagt man denn dazu? Nun, am besten, wie ich zu Meister Laurelin gelange, guter Mann. Ja, wie auch immer. Wenn ihr zu Laurelin wollt, fragt die alte Ilma Baumbrot. Die kennt den Weg. Ihr findet sie bestimmt unweit des östlichen Stadttors beim Pilzesammeln.
War's das dann? Ich habe noch Wichtigeres zu tun. Könntet ihr mir etwas über die Piratenüberfälle der letzten Zeit berichten? Oder wisst ihr jemanden, der etwas darüber berichten kann? Piraten? Bah! Ich kann dieses Getuschel über diese Schauergeschichten nicht mehr hören. Nur dummes Bauernvolk glaubt an solchen Unsinn. Natürlich gibt es Piraten, aber die gab es schon immer. Kaum wird mal mehr als ein Schiff überfallen und schon beherrschen Piraten den großen Fluss. Mit Verlaub, ich selbst wurde auf der Reise hierher von Piraten überfallen. Wir ankerten eine Meile vor Nadoret und wurden in der Nacht überrascht. Das beweist überhaupt nichts. Dann war der Ankerplatz wohl nicht besonders gut gewählt. Sowas passiert eben. Captain Albers war sicher nicht unvorsichtig, als er den Ankerplatz gewählt hat. Außerdem müsste doch etwas wissen, ob er dem Glauben schenkt oder nicht. Genug. Ich habe schon zu viel Zeit mit dieser Piratenmeer vergeudet. Frag doch die Händler hier am Hafen. Die sind schlimmer als eine Horde Waschweiber. Aber lasst mich um der Zwölfe willen in Ruhe. War's das dann? Ich habe noch Wichtigeres zu tun. Das war's. Entschuldigt die Störung. Naja, ich mag ihn nicht, Und hilfreich war er uns auch nicht. Travine Eisenwalder. Wer bist denn du? Ah, willkommen im schönen Nadoret. Ich freue mich immer über neue Gesichter in der Stadt. So überschwänglich? Worum geht es denn? Mein Name ist Travine Eisenwalder. Nun, ich sammle alte Landkarten. Vor kurzem ist mir diese Schatzkarte in die Hände gefallen. Ich dachte, ihr hättet vielleicht Interesse. Hört sich lustig an. Ihr habt ihr 5 Silberlinge. Gebt her, das gute Stück. Abgemacht. Hier habt ihr eure Schatzkarte. Aves mit euch. Oh fein. Wir haben eine kleine Schatzkarte. Wir können auf Schatzsuche sehen. Dann werden wir unendlich reich. Und, ja. Ein unauffälliger Mann. Der so ganz auffällig da rumsteht. Ich glaube, mit dem reden wir mal. Was? Wie? Oh ja. Ich bin schon weg. Das war nutzlos. Gut, ein Beilunkerreiter. Ares zum Gruß. Seid gegrüßt. Darf ich fragen, wer ihr seid? Aber natürlich. Ich bin Ardar Tanwald von den Beilunkerreitern. Beilunkerreiter? Ich bin ein Botenreiter. Die Beilunkerreiter sind die besten und schnellsten Kuriere, die es in Aventurien gibt. Wir transportieren Nachrichten und Pakete noch in die entlegensten Winkel. Vielleicht habe ich ja hin und wieder was für euch. Wer weiß. Möchtet ihr noch etwas wissen? Kommt ihr wirklich aus Beilung? Nein. Dort steht nur das Gründungshaus unserer Gilde. Daher der Name. Unser Hauptquartier ist nun jedoch schon seit längerem in Gareth. Und was mich angeht, ich stamme aus Albernia. Möchtet ihr noch etwas wissen? Was seid ihr nochmal genau? Ich bin ein Botenreiter. Die Beilunkerreiter sind die besten und schnellsten Kuriere, die es in Aventurien gibt. Wir transportieren Nachrichten und Pakete. Ja, okay, das kennen wir schon. Im Augenblick nicht, danke. Unterbrich mich nicht, Pferd. Tja, oh, ein Fass. Wie ungewöhnlich. Wir schauen mal rein. Ups. Das ist wohl zerbrochen. Ich glaube, wir sollten mal das gute Zeug aufheben, bevor es hier wegkommt. Und noch mehr Fässer. Das mag wohl da drin sein. Oder da. Ich bin auch ungeschickt. Schon wieder habe ich die Fässer zerbrochen.
Na, ich nehme das mal mit, bevor es noch einer klaut. Dumm-di-dumm-di-dumm. Oh, große Kiste. Naja. Irgendjemand hat wohl eine Kiste von ganz unten genommen und dann ist der Stapel diese angebracht. Versuch nicht, dich rauszugehen, Frau. So, dann schauen wir uns mal hier um. Ich glaube, wir werden uns in der nächsten Folge weiter umsehen. Und bis dahin, gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.